Zahlreiche Forscher arbeiten schon seit vielen Jahren daran, die Wirkungsgrade von Solarzellen massiv zu steigern. Die meisten in den Medien verzeichneten Weltrekorde von über 47% und so weiter sind aber für den normalen Gebrauch zu Hause und in der Industrie viel zu teuer, zu schwer herzustellen oder halten einfach nicht lange und sind daher für die Anwendung im Real Life eigentlich ungeeignet. Manche davon lassen sich aber zumindest in Hightech-Anwendungen wie beispielsweise in der Raumfahrt verwenden. Für den Typ von Solarzelle, den ich euch heute vorstellen werde, wurden jetzt 29,8% Wirkungsgrad vom Helmholtz-Zentrum in Berlin erreicht, was im Vergleich zu unseren jetzigen 20% ein echt großer Sprung wäre. Das Ganze wurde mit einem Beitrag in einem der renommiertesten Wissenschaftsjournale der Welt belohnt, und zwar der Science. Und das Beste, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit massentauglich sein. Allerdings gibt es auch noch ein paar Probleme bis zur Massenfertigung zu lösen. Und welche das sind, wie wahrscheinlich es ist, dass wir diese lösen und wie diese Zellen funktionieren, erkläre ich euch hier und heute. Die Solarzellen, die ihr kennt und vielleicht auch nutzt, verwenden als aktives Material in der Regel alle Silizium. Licht fällt in die Zelle ein und es werden dann Ladungsträger erzeugt, und um diese Ladungsträger dann abzutransportieren und zu ihrem Bestimmungsort, dem Verbraucher, zu bringen, ist noch ein elektrisches Feld notwendig. Dieses erreicht man dann mit Dotierungen auf der oberen und unteren Seite der Solarzelle. Also so ganz grob kann man sich das vereinfacht vorstellen. Diese siliziumbasierten Zellen sind die, die ihr auch kennt und nutzt. Und der Wirkungsgrad von denen liegt im Moment so ganz grob um die 21% herum. Das ist so das, was man so kaufen kann. Okay, soweit so gut. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Lichtspektrum aussieht. Ja, wir sehen hier das Farbspektrum des Sonnenlichts und die dazugehörige Wellenlänge, die da drunter steht. Solarzellen auf Siliziumbasis können praktisch nur Licht in Strom umwandeln, welches sich im Bereich von so ganz grob 600 Nanometer bis 1000 Nanometer Wellenlänge befindet. Also diese Zellen können hauptsächlich den roten bis infraroten Teil des Lichts verwenden. Also einen großen Teil unseres Sonnenlichts verwenden wir gar nicht. Und deswegen natürlich die riesige Frage, wie können wir auch die Teile des Lichts umwandeln, die sich im blauen Bereich befinden. Okay, der Schlüssel hierfür sind sogenannte Perovskite. Das ist eine Kristallstruktur aus unterschiedlichsten Materialien. Im Fall des HZB besteht es aus diesen Verbindungen. Daraus wird eine Tandem-Solarzelle gebildet, die zuerst Silizium in der oberen Schicht hat, welches dann das rote Licht verwendet, und darunter befindet sich dann diese Perovskitschicht, die dann das durchgelassene blaue Licht verwenden kann. Eine Mischung aus Perovskiten und Silizium erreichen dann damit Wirkungsgrade von 30%, und das Beste ist bei niedrigen Kosten. Diese Technologie verwenden aber schon länger unterschiedliche Institute. Das HZB hat diesen Rekord erreicht durch eine Nanotexturierung auf der Vorderseite, die die Lichtabsorption nochmal verbessert, und es wurde ein dielektrischer Reflektor auf der Rückseite eingesetzt. Das kann man sich so vorstellen, dass dieser Reflektor das Licht von unten nochmal zurückstrahlt, also das nicht umgesetzte Infrarotlicht wieder zurückstrahlt, und es ist dann so nochmal wiederverwendet werden kann. Also es wird halt nicht einfach verworfen sozusagen, und dadurch kommt die noch effizientere Ausnutzung. Okay, ist das Ganze ein Gamechanger für die Energiewende? Ja, es sieht wirklich danach aus. Und wie komme ich darauf? 2015 gab es einen Artikel in der Fachzeitschrift Energy and Environmental Science, welcher zu dem Ergebnis kam, dass diese Art von Modulen ein ernstzunehmender potenzieller Herausforderer für andere Solartechnologien ist. Aufgrund der hohen Wirkungsgrade und auch des niedrigen Preises. Obwohl die noch am Anfang ihrer Entwicklung stünden, hätten sie ein herausragendes Potenzial für Nachhaltigkeit gezeigt. Denn sie hätten die bereits heute, also 2015, die niedrigste Energierücklaufzeit aller Solarmodule von circa 3 Monaten. Das bedeutet, dass die Energie, die für die Produktion benötigt wurde, nach 3 Monaten wieder drin ist. Also das ist wirklich richtig gut. Deshalb könnte das in Zukunft die umweltfreundlichste Photovoltaiktechnologie sein, wenn durch weitere Entwicklungen auch der Nutzungsgrad und die Haltbarkeit gesteigert werden können. Und das klingt wirklich krass, und das ist es auch. Okay, wo ist das Problem jetzt? Es sind im Prinzip noch genau 2 Probleme, die noch angegangen werden müssen. Das erste ist das Blei, das bei der Herstellung verwendet wird. Ganz kurz gesagt, Blei ist giftig und der Einsatz in Elektrogeräten ist tatsächlich auch reglementiert. Das ist der einfache Grund. Hierfür gibt es allerdings schon sehr gute Ansätze, die auf andere Materialien zurückgreifen.
Das größere Problem ist es aber, dass diese Perovskite sehr empfindlich gegen UV-Strahlung und auch gegen Feuchtigkeit sind, was natürlich ein Problem bei Solarmodulen darstellt. Aber auch hier zeichnen sich erste Lösungsansätze ab und nach jetzigem Stand der Forschung deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass diese Art der Solarzelle noch sehr, sehr wichtig für unsere Welt werden könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann supportet meinen Kanal mit einem Abo und einem Like und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.